So, hallöchen, willkommen zurück bei The Whispered World, bei meinem kleinen Let's Play davon. Und nun stellt sich bei uns die Frage, was wir jetzt weiter machen werden. Und zwar, wir müssen ja immer noch, ich glaube, Mulachais Rätselchen lösen. Und dann war doch noch irgendwas, wie wir die kleinen Viecher aus dem Wald rausbekommen. Da möchte ich jetzt dann ganz gerne noch, genau, es sind ja 5 Stück und da wurde ja gesagt, dass wir die 5 Yakis des Lichts benötigen, um sie aus dem Wald rauszulocken. Und da möchte ich jetzt ganz gerne eine Theorie überprüfen, wo wir nochmal woanders hin müssen, ganz kurz. Ah, die Schnellreisefunktion, ich habe sie vermisst. So. Weil ich nämlich verpeilt hatte, dass... Und zwar müssen wir für diese Theorie ab in die Fabrik, um... Naja... Sagen wir es mal so, es hat was mit Spot zu tun. Weil, wenn ich mich nicht arg täusche, waren da 5 Öffnungen. Jetzt habe ich... Ja, genau. Spotty. Ich hoffe, das klappt jetzt nicht. Los, Spot. Alle. Hopp. Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. Die ist ein wenig zu groß, um Spuckekugeln zu machen. Okay. Armer Spot. Auf Wiedersehen, du warst ein tolles Haustier. Man trifft sich wieder im Jenseits. Spot! Oh oh, was habe ich getan? Ich kann da nicht oben sprechen. Okay, Punkt 1. Die Theorie hat funktioniert und sich als wahr bewahrheitet, aber der arme Spot, ist der jetzt hinüber oder... Was ist mit dem? Gut, er hat den Feuerdrachen auch überstanden, als er den gefressen hatte, aber... Puh. Nein. Ach, Fenster. Gott sei Dank. Ich will jetzt bloß die Leiter mitnehmen und dann schnell wie möglich wieder zu Spot. Puh. Der arme Spot. Was wir mit dem alles machen... Also für die wahrscheinlich letzte Form vom Spot werde ich mir dann mal merken, dass wir mit dem nicht so zimperlich sein dürfen. Nein. So, jetzt kommen wir in die Lücke runter. Ah, Spot! Warum singen die Jackis noch nicht? Jetzt tu doch was, Spot. Schwein gehabt. Ja, und wir können ihn wieder verwandeln. Ja. Puh, Muscle gehabt. Spot kann sich also dann teilen, wie er lustig ist. Ja, das ist doch schon mal sehr fun. Und wir haben ihm keinen großen Schaden zugefügt. Das war mir das Allerwichtigste. Naja, obwohl man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn sowas irgendwie in einem Adventure drankommt, dass dann nichts Gravierendes passiert. Weil sonst würden sie es ja nicht einbauen. Aber so sicher kann man sich da halt leider nie ganz sein.
So, und ich glaube, damit können wir jetzt dann die Yakis aus dem Wald rauslotsen. Denn das sind ja 5 Spot-Kügelchen. Aber ich finde die Idee auch so genial. Einfach aus einem Spot dann 5 machen zu müssen, damit man die Yakis raustreiben kann. Das ist... Ach, und der Eumel hat schon wieder alle Kerzen angemacht. Ich lasse es sehen. Ja, aber ich möchte die ganz gern wieder ausblasen. So, und nochmal Kerzen ausblasen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir denn dazu, wenn er, ob er, dass er die ständig wieder anzündet? Wie kriegen wir denn dazu, dass er das mal bleiben lässt? So, jetzt können wir rein. Und jetzt können wir ja die Yakis mit dem, mit den Spots benutzen. So, Spot die 1, 2, 3, 4, 5, kommt doch bitte mal her. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Ah, wie süß. Es funktioniert tatsächlich. Dum, 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 dum. Das Licht aus. Jawohl. Hier ist auch Licht aus. Jawohl. Hier ist auch Licht aus. Jawohl. So, ich glaube, wir schaffen es dann gleich mal, die Yakis da in Sicherheit und an den Steg zu schaffen. Aber das ist so toll, wie im Gänsemarsch wackeln sie da hinter uns her. Ja, das ist so cool gemacht. So, Kerzen ausblasen. Nein! Hm? Wo sind denn die Yakis hin? Das Licht der Kerzen scheint sie verscheucht zu haben. Nein, ach komm. Da müssen wir... Ach, natürlich. Wahrscheinlich müssen wir da erst Mulachais Rätselchen lösen, damit er dann so geistig erleuchtet ist und nachdenken muss, damit er dann vergisst die Kerzen wieder. Ja. Ja, das kann sein. Ach, nö. Hä? Was war denn da auf dem Tisch drinne? Nichts. Sah bloß so komisch aus. Puh. Ach komm, der... Ach, dieser So, jetzt versuchen wir es da nochmal. Frischen Mutes. Ich will ihn nicht stören. Er will allein sein. So. Was spielst du? Das ist... Ich will es nochmal. Ich will es noch. Du kannst es, aber es ist. Ja. So, und ich glaube, diese. Wenn es jetzt länger als. Ich stelle mir mal die Uhr hin. 5 bis 7 Minuten dauert, dann werde ich da mal die Aufnahme derweil beenden. Und dann ein bisschen. Outgame weiter klabustern. So. Suchen wir es mal. So könnte es nämlich funktionieren. So. Ah.
Genau, weil dann ist hier nämlich keiner mehr. Ah ja, da ist er. Ja, war klar. Dann müssen wir den dahin bringen. Den dahin bringen. Und dann den so. Halt mal. Stimmt so nicht. Müssen wir den hier hinbringen? Nein, so stimmt das auch nicht. Mensch, Meier. So, und nun können wir dann... So, dann ist der hier. Dann schlägt er den. Ach, komm. So. Wenn wir den nochmal einen runterrücken. Oder halt mal. So. Aber so müsste es doch irgendwie funktionieren, weil anders kann ich mir das echt nicht denken. So, zwei nach da, einen nach oben. Also hier, zwei nach da, einen nach oben. Dann müsste es doch lang, wenn ich die auf unterschiedliche Höhe... Nein, lang natürlich nicht. Andere Höhen dazwischen legen, genau. So, und jetzt sind die beiden noch drin. Jetzt, wenn ich den hier hinpacke, ja genau, dann steht der mit dem in Kontakt. Der mit dem. So, dann packen wir den hier hin. Den dahin. Da hat er keinen. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Puh, das ist gut. Boah, das war eine sehr tolle Aussage. Naja, zumindest haben wir jetzt erreicht, dass er keine Kerze mehr anzündet und jetzt können wir hoffentlich die Yakis aus dem Wald raustreiben. So, nochmal die ganze... Dann spielen wir mal Wind, Wind, das himmlische Kind. Blas mal die ganzen Kerzen hier aus. Und dann lotst man die Yagis noch... Ich sag immer Yagis. Es ist zu wollen. Die Yakis locken wir dann nochmal aus dem Wald raus. Und dann schauen wir mal, ob das dann uns sich wieder irgendwelche Sachen in den Weg stellen. So. Schön. Aber Whispered World, das zocken wir jetzt auch schon ganz schön lange irgendwie. Das müsste jetzt so an die 25., 26. Folge schon lang gehen eigentlich. So circa.
ist eigentlich schon relativ lang im Anbetracht dessen, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Vermutlich sind wir jetzt hier sowieso bloß gerade irgendwie bei einem Viertel oder der Hälfte angekommen. So würde ich zumindest einschätzen. Ich meine, bei Keepsake, da habe ich mich ja auch so übelst verschätzt. Habe mir gedacht, ja, jetzt ist gleich vorbei und im oberen Teil der Akademie kommt dann vor dieses Empfangskomitee und so weiter. Dann waren wir oben und bam, nochmal ungefähr genauso lange, oder wenn nicht noch länger, sind wir oben rumgekruscht. Boah, der helle Wahnsinn war das.